Erdbeer, Emmemimmeli Erdbeer, Emmemimmeli Erdbeer. In einem Land, wo Riesenerdbeeren wachsen, weit, weit von hier entfernt, ist sie wohl bekannt. Man muss ins Herz sie schließen, wenn man sie kennenlernt. In einem Satz, dieses Mädchen ist ein Schatz. Mit ihr erlebt man immer was. Emmemimmeli Erdbeer. Hey, seid mit dabei, dann habt ihr Spaß. Total unentbehrlich, denn sie ist erdbeerbeerig, freundlich. Bei ihr ist jeden Tag was los. Emmemimmeli, Emmemimmeli Erdbeer. Nachdem wir unser großen Mühen alles vorbereitet hatten, konnte unser erstes bäriges Blütenfrühlingsfest endlich stattfinden. Bist du gut sortiert, Orangella? Ich bin so gut sortiert wie immer. Und darf ich deine erste Kundin sein? Ich wüsste nicht, wen ich lieber als erste Kundin hätte. Das könnte nicht besser munden. Hey, noch mehr Kundschaft. Schön, dass ihr da seid. Oh, was sehe ich denn da? Das sieht ja bärig lecker aus. Du wirst dich wundern, was Bonnie Blaubeere gebacken hat. Köstlich lecker, du hast es aber raus. Und was sagt ihr dazu? Sieht aus, als hättest du dich mal wieder selbst übertroffen. Bitte schön, nimm dir eins. Test 1, 2, 3. Emmemimmeli, bitte auf die Bühne. Emmemimmeli Erdbeer, bitte. Hier bin ich. Was gibt's? Es wird Zeit. Wir sollten offiziell das Fest eröffnen. Machst du das? Das mache ich doch ausgesprochen gern. Liebe Freunde aus dem Erdbeerland, ihr Großen und ihr Kleinen, ich begrüße euch herzlich zum ersten bärigen Blütenfrühlingsfest. Ich habe einen Vorschlag. Lass uns Emmemimmeli zur Bärenblütenkönigin küren. Sie hat's verdient. Eine super Idee. Sie kümmert sich immer am meisten um alle anderen. In unserem Erdbeerland ist sie eine weise Bestimmerin. Ja, genau so machen wir das. Quack, quack, Erdbeeren! Quack, Bärenkönigin, quack! Fertig machen zum Anlegemanöver! Schon gut, Ede, keine Ungeduld. Vielleicht kannst du mir diesmal... Wenn du schon an Land bist, kannst du uns auch festmachen. Da kommen ja meine bärigen Spione. Habt ihr was ausspioniert? Ah, Emmemimmeli Erdbeer! Was ist denn mit dir? Bärenkönigin! Komm zu Mama, Abschäumchen. Also ich find's hier gar nicht schön. Immer wenn wir hierher kommen, kriegen wir furchtbare Schwierigkeiten. Was steht denn da? Bäriges Blütenfest. Habt ihr mir das gemeldet? Hier steht, als Höhepunkt des Festes wird die Bärenblütenkönigin gekrönt. Höchst uninteressant, oder? Wie wäre es, wenn du zur Königin gekrönt werden würdest? Wieso sollte ich das anstreben? Lies mal das Kleingedruckte. Wer zur Bärenkönigin gekürt wird, bestimmt für ein Jahr, was mit der Bärenernte geschieht. Welches Kleingedruckte? Ich sehe überhaupt kein Kleingedrucktes. Aber das ist eine eherne Regel, selbst wenn die Kinder vom Erdbeerland das bisher noch nicht gewusst haben sollten. Wenn wir, wollte sagen, du die Ernte kontrollierst, können wir endlich Erdbeerkuchen backen, so viel wie wir wollen. Eine abwegige Idee, die wählen doch niemals mich zur Königin. Lass mich nur machen, oder ich will nicht mehr der berühmt-berüchtigte Pasteten-Ede vom Stachelschweinberge sein. Ja, ta-ta-ta-ta-ta! Große Güte, Ede! Und jetzt habe ich die Ehre, die bärig beste Band aus unserem Erdbeerland anzukündigen. Zitronella und die Limönchen. Ja! Wir heißen euch mit einem coolen Song willkommen. Hau rein, Bonnie Blaubeere. Auf das Bärenblütenfrühlingsfest, hallo ihr Leute. Hat sich jeder von uns schon das ganze Jahr gefreut. Hier beim Bärenblütenfrühlingsfest für groß und klein ist für jeden, der ganz Spaß hat, was dabei. Man kann
Freunde treffen, Ball spielen, sich messen. Und man kann noch versuchen, Stapel aus Kuchen aufzuessen. Und Emily Erdbeer kriegt die Krone, ist doch klar. Sie ist die Beerenblütenkönigin und ihr Kleid ist wunderbar. Auf das Beerenblütenfrühlingsfest, hallo ihr Leute, hat sich jeder von uns schon das ganze Jahr gefreut. Hier beim Beerenblütenfrühlingsfest für groß und klein ist für jeden, der ganz Spaß hat, was dabei. Nasch was Süßes, tritt ins Licht, so ein Fest verpasst man nicht. Wenn du Lust hast, sing doch mit, dann wird das Lied ein Riesenhit. Spiel die Spiele, zieh ein Los, gewinn ein Stofftier extra groß. Kauf was für wen, der dich mag, so ein Fest gibt's nicht jeden Tag. Auf das Bärenblüten-Frühlingsfest, hallo ihr Leute, hat sich jeder von uns schon das ganze Jahr gefreut. Hier beim Bärenblüten-Frühlingsfest für groß und klein ist für jeden, der ganz Spaß hat, was dabei. Ja, das Bärenblüten-Frühlingsfest, unser Bärenblüten-Frühlingsfest, das große Bärenblüten-Frühlingsfest geht los! Wer steht denn in deiner Bude, Chiara? Emily macht das. Sie ist immer so hilfsbereit und lieb. Hier, bitte sehr. Vielen Dank, Emily. Und, hast du Spaß, Schnurrschönchen? Na klar habe ich Spaß und super gute Laune. Ein bisschen stört nur... diese Schlange da! Nur keine Aufregung, für eine Schlange ist sie sehr freundlich. Ihre Spezialität ist kleine Katzen umarmen. Na, ihr Kleinen, wie läuft's denn so auf dem Fest? Wir amüsieren uns alle und Sie sind herzlich willkommen, wenn Sie wollen. Das hast du aber schön gesagt. Wann ist denn die Wahl angesetzt? Was meinen Sie genau? Na ja, nun, ihr wollt doch die Bärenkönigin wählen, oder? Es wird nicht gewählt. Es steht fest, Emily Erdbeer wird die Königin. Das ist schon beschlossen. Und zwar, weil sie die Beste ist. Hilfsbereit, umsichtig, immer gut gelaunt. Aber Kinderchen, habt ihr denn das Kleingedruckte nicht gelesen? Was für ein Kleingedrucktes? Im blauen Regelbuch natürlich. So ein Buch kennen wir gar nicht. Also hier steht's schwarz auf weiß. Es müssen drei Voraussetzungen gegeben sein, damit jemand Bärenblütenkönigin werden kann. Erstens, die Bewerberin muss klug und stark sein. Zweitens, die Bewerberin muss in der Lage sein, ihre Vorhaben durchzusetzen. Drittens, und das ist die wichtigste Voraussetzung, die Bewerberin muss gut aussehen. Nur wenn die Bewerberin diese Voraussetzungen mitbringt, kann sie gewählt werden. Das steht da drin. Das sind die Regeln. Hast du Lampenfieber, Emily? Naja, ein bisschen nervös bin ich schon. Ich weiß, ihr verlasst euch alle auf mich. Und da möchte ich euch doch nicht enttäuschen. Da mach dir mal gar keinen Kopf. Wir wissen doch, dass du die beste Königin bist. Jetzt dauert's nicht mehr lange, bis du das Krönchen auf dem Köpfchen trägst. Ich bin schrecklich nervös. Was ist, wenn ich verliere? Ich hab die Situation voll im Griff. Na, das wäre ja das erste Mal. Wart's nur ab. Ich werde schummeln, dass die Heide wackelt. Alle mal herhören, Leute. Wir kommen nun zur Wahl der diesjährigen Bärenblütenkönigin. Dankeschön, Dankeschön. Meine Wenigkeit wird heute den Zeremonienmeister geben und... Aber ich wollte eigentlich... Setz dich hin, du ärgerst mich. Frage Nummer 1 an Emily Erdbeer. Emily ist intelligent genug. Sie schafft das. Wann hat Sauertaube Geburtstag? Das ist eine ganz unfaire Frage. Das kann niemand von uns wissen. Schade eigentlich. Deine Zeit ist leider um. Sauertraube, bitteschön. Am 1. April. Das ist richtig. Du bist ein April-Scherz. Ich gratuliere. Gewonnen. Ich habe das blöde Gefühl, dass hier ziemlich gemogelt wird. Die nächste Frage geht an Sauertraube. Bitte gut aufgepasst, denn ich darf die Frage nur einmal vorlesen. Hier kommt sie. Um wie viel Uhr stehst du morgens immer auf? Also vor Mittag? Auf gar keinen Fall. Korrekt und wieder gewonnen. Ich habe das Gefühl, das geht dir nicht mit rechten Dingen zu. Jetzt, Emily Erdbeer,
Wenn ein Zug um 3.48 Uhr in Richtung Westen den Bahnhof verlässt und in der ersten Stunde 35 Kilometer pro Stunde fährt und in der zweiten 52 Kilometer pro Stunde fährt? 35 Kilometer pro Stunde, 52 Kilometer pro Stunde, in der zweiten, Dann einen Stopp um 5.11 Uhr einlegt, drei Passagiere aufnimmt, aber 12 Passagiere steigen aus und eine Stunde später steigen nochmal 5 aus, allerdings auch 5 ein, aber es sind nicht die gleichen 5. 5.11 Uhr, 12 Passagiere, eine Stunde, 5 Passagiere. Dann drei weitere Male in einer Stunde anhält und um 9.78 Uhr abends endlich ankommt. Was ist dann Sauertaubes Lieblingsessen? Täubchen? Eingelegte Maiskörbchen. Korrekt! Sekunde, ich bin gleich wieder da. Keiner verlässt den Raum. Das Spiel muss weitergehen. Emily Erdbeer, zähl bitte 2 und 2 zusammen. Emily Erdbeer? Die Zeit ist um. Sauertaube, kannst du die Frage beantworten? 1, 2 und 3. Das macht 4. Korrekt, Sauertaube. Du bist die klügste Kandidatin. Also ehrlich, das war ja sowas von link. Ich bin ganz sicher, Emily gewinnt den nächsten Durchgang. Oder sollte sie ihn doch nicht schaffen? Als nächstes laufen die beiden zu Fuß durchs Erdbeerfeld. In dem Kleid geht das gar nicht. Und die Schuhe, da kriege ich ja Blasen. Willst du, dass ich verliere oder was? Nun mach dir mal bloß keine Sorgen. Auf die Plätze! Das schaffst du mit links, Emily. Du bist fit. Alle fertig? Hau rein, Emily. Wir drücken die Daumen. Und los! Ein toller Start, Emily! Los, die ab! Du schaffst es! Ihr zwei an die Arbeit! 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 Du schaffst das, Emily! Halt mal, Moment mal! Lass mich runter! Lass mich los, sage ich! Seht ihr? So habe ich's gemeint. Nein, so habe ich's nicht gemeint! Ich meinte, jetzt doch nicht los! Lass es! Schönchen, halt aus, ich komme! Was machst du denn für Sachen? Gut, dass ich wieder unten bin. Und die Gewinnerin ist... Aber wo ist Emily? Ich muss unbedingt über die Ziellinie rüber. Sauertraube mit einem neuen Rekord. Sie ist die klügste und die stärkste. Oh. Also ehrlich, ich verstehe das nicht. Irgendwas ist hier faul. Die dritte Aufgabe lautet, wie bekomme ich andere dazu, zu tun, was ich will? Die beiden Bewerberinnen führen die Gehorsamkeit ihres jeweiligen Kuscheltiers vor. Komme, was wolle. Das musst du nicht machen, wenn du nicht willst. Hab keine Angst. Sieh zu, dass du nach oben kommst oder ich mache einen Gürtel aus dir. Ich sage nur eins. Gürtel. Haha, zum dritten Mal am heutigen Tag ist die Gewinnerin die erfolgreiche Sauertaube. So was Blödes, das sieht nicht gut aus. Und zum Abschluss kommt die Krönung, unser Schönheitswettbewerb. Beeil dich! Ausgetauscht! Ausgetauscht! Falls ich dir irgendwelche Kosmetik ausleihen kann, frag mich ruhig. Bärigen Dank, Sauertraube. Das ist wirklich nett, aber ich glaube, ich habe hier alles, was ich brauche. Na, wie sehe ich aus? Oh, Emily, du siehst... Stimmt irgendwas nicht? Was hast du denn für ein Make-up benutzt?
Na, das, was auf dem Tisch da stand. Die beiden Teilnehmerinnen werden auf die Bühne gebeten. Wunderschön, ich sage nur wunderschön. Das gibt's doch nicht. Du lieber Himmel, das ist ja nicht zu fassen. Da hat bestimmt jemand dran gedreht. So wie sie aussieht, gewinnt sie nicht mal einen Blumentopf. Verehrte Anwesende, unschwer kann man erkennen, wer hier die Schönste ist. Es ist sie, die einzigartige Sauertraube, die Gewinnerin von 4 Wettkämpfen. Heute Abend auf dem Ball krönen wir Sauertraube zur Bärenblütenkönigin. Wie konnte nur dieser Albtraum wahr werden? Wir können die doch nicht gewinnen lassen, wenn wir wissen, dass Pastetenede gemogelt hat. Wir müssten unbedingt einen Blick in das Blauregelbuch werfen. Das müsste doch hinzukriegen sein. Was meinst du? Hilfst du mir? Sehr gut. Na dann komm. Und halt mir bloß diese verflixten schwarzen Vogelbärchen vom Leib. Wollen wir doch mal reingucken. Da steht ja gar nichts drin. Das ist ein Ding. Komm, wir zeigen's Emily. Sei bloß still. Die dürfen uns nicht hören. Miau! Los, Plätzchen, lauf! Und lass das Buch nicht fallen! Siehst du, hat geklappt wie geplant. Und du hast mir diesen Coup wieder mal nicht zugetraut. Wo ist es? Hund! Ah, Katze! Ah. Die haben das blaue Regelbuch? Dann hol's zurück und mach gefälligst schnell! Oder ich denk mir eine neue Vogelfüllung für den nächsten Auflauf aus. Ah, hol das Regelbuch! Ah. Emily! Was habt ihr denn? Emily, guck mal in das blaue Regelbuch. Es ist... Das Buch! Das lassen wir uns nicht gefallen! Hast du eine Ahnung, warum die Tiere sich streiten? Nicht so wirklich, aber wir helfen ihnen lieber mal. Gleich hab ich's, gleich hab ich's! Das war nicht übel, Plätzchen! Das haben wir geschafft. Alles in Ordnung, Plätzchen? Nichts drin. Alles nur leere Seiten. Dann ist also die einzige Regel, dass es gar keine Regeln gibt. Die Königin ist also nicht die Klügste. Oder die Stärkste. Oder diejenige, die am besten über andere bestimmen kann. Und auch nicht die, die am besten aussieht. Die Königin ist viel mehr. Unsere Königin bist nämlich du, Emily. Es ist ein bisschen spät für eure Erkenntnisse. Sauertraube hat gewonnen und deswegen wird sie auch Königin. Aber du hast gemogelt. Sollen wir nochmal abstimmen? Von mir aus gern. Alle, die für Sauertraube sind, schreien jetzt laut Hurra! Hört ihr das? Die Gewinnerin ist Sauertraube! Halt, eine Sekunde. Alle, die dafür sind, dass Emily gewinnt, stehen jetzt mal auf und klatschen in die Hände, und zwar so laut es nur geht. Lasst was hören, lasst was hören, lasst was hören. Für Emily Erdbeer klatscht ganz laut. Zeigt ihr wollt, sie als Bärenblütenkönigin. Stets ist sie gerecht, unfair ist sie nie. Drum steht alle auf. Und sing für sie. Lasst was hören, lasst was hören, lasst was hören. Für Emily Erdbeer klatscht ganz laut, stampft fest auf für die Bärenblütenkönigin. Lasst was hören, lasst was hören, lasst was hören. Für Emily Erdbeer klatscht ganz laut, ruft Hurra für die Bärenblütenkönigin. Sie will immer teilen, will nichts für sich allein. So muss ein guter Anführer immer sein. Lasst was hören, lasst was hören, lasst was hören. Für Emily Erdbeer klatscht ganz laut, stampft fest auf für die
Überraschung hier. Und die diesjährige erste Bärenblütenkönigin ist Emily Erdbeer. Das brauchst du jetzt nicht mehr. Gib her! Dankeschön. Das ist ganz bärig lieb von euch. Mir reicht's. Wir gehen. Irgendwas ist schiefgelaufen. Mein Plan war perfekt. Ich verstehe das nicht. Pastetenede hat nie verstanden, dass wer schummelt, gleich verloren hat. Und die Wahrheit ist, ich hatte an diesem Tag auch nicht gewonnen, denn wir hatten alle gewonnen.